Die Angriffe auf die saudischen Raffinerien waren sicherlich ein schwarzer Schwan-Event, aber möglicherweise ist übergeordnet interessanter, nämlich die unglaublichen Parallelen zwischen 2007 und heute. Und damit allerherzlichst willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte angesichts der morgen ja anstehenden FED-Entscheidung mit der allgemeinen Erwartung, dass die Zinsen gesenkt werden. Allerdings ist da plötzlich gestern etwas Neues reingetreten in die Märkte gewissermaßen, nämlich wir sehen, dass plötzlich die Wahrscheinlichkeit nicht mehr 100% ist, dass die FED die Zinsen senkt, sondern nur noch 93,9%. Es gibt also jetzt eine 6%ige Wahrscheinlichkeit, dass die FED möglicherweise nicht agiert, und selbst dann Ende Oktober, so sehen es die Märkte, ist die Wahrscheinlichkeit nur noch 96,2%. Wir sehen also, dass dieses schwarze Schwan-Event mit minimalen Mitteln, eine Drohne oder mehrere Drohnen, die einen solchen Schaden ausrichten, dass die Statik des Nahen Ostens damit ein Stück weit verschoben ist, dass jetzt sozusagen plötzlich die Verwundbarkeit der Saudis zutage tritt, dass die Unsicherheit in Sachen Energieversorgung offenkundig wird, dass dieses Ereignis letztendlich zu diesem Shift geführt hat hier, den wir sehen bei den Fed Fund Futures. Wir haben auch an den Anleihemärkten mit sehr stark steigenden Renditen bis gestern gesehen, dass die Dinge hier offenkundig jetzt wieder in die andere Richtung laufen erstmal. Aber gestern haben wir eben in Gestalt fallender Anleiherenditen doch wieder ein Stück weit Risikoaversion gesehen. Die Aktienmärkte haben das nicht so wirklich eingepreist, aber wir sehen etwa an den Devisenmärkten doch deutliche Reaktionen. Alles, was sozusagen Öllieferant ist, außerhalb von Saudi-Arabien, deren Währungen haben profitiert. Alles, was stark abhängig ist von Ölimporten, wie die Türkei, türkische Lira, wie South African Rand, wie die indische Rupie, also all diese Währungen, die sehr stark angewiesen sind auf Ölimporte, auf Energiezufuhr vom Ausland, die sind gestern unter Druck gekommen. Aber kommen wir mal zu den Parallelen zum Jahr 2007. Und da ist wirklich erstaunlich, wir hatten eine ganz ähnliche Situation wie 2018 jetzt im Vergleich zu heute und damals 2007 im Vergleich zu 2006. Heute wie auch damals ist es so, dass die Aussichten für die Weltwirtschaft sich deutlich eingetrübt haben, Wachstum deutlich schwächer. Wir haben damals wie heute eine invertierte Zinskurve bekommen. Und wir haben damals am 18. September die Zinsentscheidung bekommen, im September 2007 nämlich, also an exakt demselben Tag, wie wir sie morgen eben bekommen werden. Und damals war es so, dass Ben Bernanke die Zinsen, respektive die FED, die Zinsen um 50 Basispunkte senkte. Wir hatten zuvor im Juli ein neues Allzeithoch gesehen, Juli 2007, dann im August eine schärfere Korrektur, dann die Zinssenkung durch die FED gleich 0,5%, also ein großer Schritt, daraufhin die Märkte nochmal gestiegen sind, in den Oktober reingestiegen mit einem marginalen neuen Allzeithoch, und dann ging es massiv nach unten, wie wir hier sehen. Das ist die kleinere Perspektive, das ist die größere Perspektive. Da rauschte es dann in Sachen Finanzkrise. Und wie wir dann eben auch Parallelen haben zwischen den Aussagen von Ben Bernanke, der gesagt hat, naja, wir sind auf keinen Fall auf dem Weg zu einer Rezession. Die ist dann sozusagen einen Monat nach seiner Aussage offiziell eingetreten. Kürzlich am 6. September, nämlich wie Northman Trader hier zeigt, hatten wir ganz ähnliche Aussagen, etwa von Jerome Powell, der gesagt hat, unsere Erwartung ist überhaupt nicht, dass wir in eine Rezession reinlaufen werden. Wir erwarten keine Rezession, wir sehen keine Rezession voraus. Moderate Growth, also moderates Wachstum, ist unser Szenario. Starker Arbeitsmarkt, Inflation wird so ein bisschen langsam nach oben kommen. Also diese Beruhigungsversuche der Notenbanker, die schon zeigen, dass möglicherweise hier beruhigt werden muss. Und es ist schlichtweg so, das ist letztendlich immer der Fall, dass ein Notenbanker nie sagen darf, es kommt eine Rezession, weil dann kommt sie, weil er damit praktisch die Erwartungen ja in Richtung Rezession verschiebt, und Wirtschaft ist eben vorwiegend Psychologie, dementsprechend könnte dann eine self-fulfilling prophecy eintreten und die Rezession wirklich kommen. Aber wir haben also jetzt eine ganz ähnliche Struktur, invertierte Zinskurve, die Dinge sind viel schlechter als noch im Vorjahr, gleichwohl die Märkte nach oben gegangen, Juli neues Allzeithoch, August Korrektur, September die Erholung, das ist genau das Muster, das wir gesehen haben. Wir werden wahrscheinlich nicht jetzt eine 0,5er Zinssenkung sehen wie damals im Jahr 2007. Aber wir werden wahrscheinlich dennoch eine 0,25er Zinssenkung sehen. Und die Frage ist, wie werden die Märkte darauf reagieren? Wird man dann nochmal nach oben laufen in den Oktober rein und ein neues Allzeithoch machen? Das ist die Frage, die
Dinge sind ja auch in Sachen Geopolitik hier nicht einfacher geworden. Schauen wir uns hier mal ein paar Aussagen von Donald an. Er sagt, ja, ich bin einverstanden mit Pompeo, der nämlich gesagt hat, der Iran war es ganz, ganz klar. Wir werden bald wissen, wie wir antworten werden, wenn wir das ganze Material gesichtet haben. Aber wir haben praktisch alles, fast schon alles gesichtet und wir wissen jetzt schon Bescheid sozusagen. Der Anstieg des Ölpreises wird uns nicht tangieren. Es ist praktisch jetzt ausgeschlossen, dass es zu einem Treffen kommen wird zwischen Rouhani und Trump jetzt in New York. Nächste Woche ist das, glaube ich, UN-Vollversammlung. Da wird es wohl nicht dazu kommen. Trump steht immer mehr unter Druck, jetzt zu handeln. Die Stimmen in den USA mehren sich, die sagen, das können wir uns nicht gefallen lassen. Da müssen wir reagieren. Auch Mohammed bin Salman, der saudische Kronprinz, ist massiv unter Druck, denn er hat letztendlich Wohlstand versprochen, er hat ein neues Saudi-Arabien versprochen, er hat den Bürgern Sicherheit versprochen. Jetzt werden sie durch möglicherweise Drohnen aus dem Jemen oder wo auch immer sie abgeschossen wurden, plötzlich zeigt sich, wie verwundbar man ist. Also da kann man nicht letztendlich nichts tun. Die Saudis haben jetzt vorgeschlagen, unabhängige Experten ins Land zu rufen. Da bin ich mal gespannt, wie unabhängig die sind. Möglicherweise so unabhängig wie die Befrager von Khashoggi, aber das werden wir dann sehen. Jedenfalls ist die Sache jetzt on hold. Man wird jetzt nicht sofort reagieren, aber die Schuldzuschreibung ist schon völlig klar und dürfte dann zu Konsequenzen führen. Wir warten übergeordnet natürlich auf die FED. Heute haben wir ZEW-Index um 11 Uhr und dann Industrieproduktion 15:15 aus den USA. Die FED-Entscheidung morgen wird das Entscheidende. Die werde ich live kommentieren, 19:55 hier vielleicht. Markieren Sie sich das schon mal. Da reagiere ich dann sozusagen auf das, was im Statement steht, auf die Dotplots, auf die Projektionen, auf die Erwartungen der Fed, bevor es dann zu Jerome Powell geht. Das mache ich aber nicht mehr, weil wenn der spricht, kann ich nicht sprechen. So einfach ist das jedenfalls. Vielleicht markieren Sie sich das mal schon im Kalender. Schauen wir uns die Charts an. Was ist hier der Fall? Die sind von, ja, Sie ahnen es. Wir haben hier den S&P 500 bei 2993. Wir haben jetzt möglicherweise hier so eine Top-Formation bei 3020-25, wird auf die FED ankommen, ob wir da nochmal ein Hurra drüber bekommen oder ob es das schon gewesen ist, wenn die FED nicht liefert. Die Märkte, wie gesagt, werden so ein bisschen vorsichtiger jetzt in die FED-Entscheidung hinein. Wir sehen den Dow Jones, der aktuell bei 27.057 ist. Ähnliches Muster eben wie beim S&P 500. Wir sehen, dass der DAX sich hält bei 12.374. Wir sehen Euro-Dollar bei 1.1012. Der Euro gestern mal kurz wieder in Richtung 1.10 unterwegs gewesen, ganz kurz drunter gewesen, hält sich jetzt hier im Vorfeld der FED-Entscheidung. Gold kann nicht wirklich profitieren von der geopolitischen Unsicherheit, ist praktisch minimal unter der 1.500er Marke. Und ja, Crude Oil, das hat sich gestern dann wieder erholt, 61 Dollar und 80 WTI. Möglicherweise kommt da mehr, wenn die Situation eskaliert, aber das muss man abwarten. Wir sind jetzt im Grunde nicht mehr und nicht weniger als bei den Juli-Hochs. Also so wahnsinnig viel ist da noch nicht passiert, kann aber passieren, wenn die Dinge sich verschärfen. Die Schuldzuschreibung ist ohnehin schon klar, man sucht jetzt sozusagen nur passendes Material, das man vielleicht vorlegen kann, wie damals die Amerikaner, als sie meinten, dass man Hussein angreifen muss wegen den Massenvernichtungswaffen. Jetzt wird man sozusagen vielleicht dann wieder ein paar Showauftritte vor der UN hinlegen. Das ist zu erwarten nächste Woche, wo dann die Amerikaner Beweise bringen werden. Heute insgesamt abwarten erstmal angesagt. Normalerweise sind die 24 Stunden vor einer FED-Entscheidung statistisch gesehen relativ bullisch. Man muss abwarten, ob das diesmal der Fall ist oder ob die Marktteilnehmer jetzt ein bisschen ihre Erwartungen zurückschrauben. We will see. Ich wünsche jetzt auf jeden Fall das Allerbeste und verweise nochmal auf die unglaublichen Parallelen im Jahr 2007 und heute und sage Servus und Ciao.